Flavio Simonetti, Retter der Dünnen. Hallo mein Freund, Flavio Simonetti hier. In diesem Video geht es um Angst vor Misserfolg. Ich bin gerade in meinem Urlaub und habe noch ein bisschen viel Energie übrig. In Umbrien hier richtig schöne Gegend mit Pool und kleinem Häuschen. Also ich kann hier richtig gut runterkommen, habe viel Energie gerade getankt und will die dir jetzt gerade geben. Ja, es geht einfach darum, dass du vielleicht Angst hast vor davor, dass du, wenn du was tust, Fehler machst, und darüber möchte ich in diesem Video sprechen. Ja, es ist ein sehr interessantes Thema. Erfolg und Persönlichkeitsentwicklung finde ich eine der wichtigsten Themen überhaupt, wenn es darum geht, aus seinem Leben etwas Außergewöhnliches zu machen. Und zu dem Erfolg kommt immer wieder auch die Sache Misserfolg. Das sind zwei Sachen, die mit einhergehen. Und egal, was ich in meinem Leben anschaue, es war nie dieser gerade Linie. Wenn Leute immer die Erfolgsstory hören, so hey, zum Beispiel bei mir, Flavio, erster Fitness-YouTuber, und dann hat er es geschafft, innerhalb von kürzester Zeit über 500.000 Fans und bla bla bla, dann wissen sie nicht, wie viel Zeit und Energie das gekostet hat, dahin zu kommen. Ich mache das mittlerweile, seitdem ich 18 bin, versuche ich etwas aufzubauen, was Leuten hilft. Das heißt, 12 Jahre sind mittlerweile vergangen und ich bin so viele Umwege gegangen. Leute sagen, Mensch, wie schaffst du so viele Programme rauszubringen, so viele Videos zu machen, so viel zu verändern, bla bla bla. Ich schaffe es einfach, indem ich es mache. Und manchmal denke ich mir, Mensch, ich bin doch gar nicht so schnell. So viel erreiche ich doch eigentlich gar nicht. Aber es ist, weil ich immer wieder Dinge tue. Und es gehört dazu, Misserfolg zu haben. Und das Gute am Misserfolg ist, dass du dich dann immer weiter veränderst. Du sagst, es gibt zwei Möglichkeiten beim Misserfolg. Entweder sagst du, ich höre auf, ich gebe auf, es bringt alles nichts. Oder du sagst, yes, ich habe Misserfolg. Ich glaube, ich bin auf der richtigen Seite, aber ich muss eine Kleinigkeit noch ändern. Und im Jahr 2008 war so einer meiner Zeiten, wo eigentlich alles schief ging. Freundin hat Schluss gemacht, ich habe einen schweren Autounfall gehabt, finanziell pleite. Und ich dachte mir, Mensch, eigentlich ist jetzt die Zeit, vielleicht aufzugeben. Aber es war eigentlich die Zeit, um richtig durchzustarten, weil ich habe alles, was ich gemacht habe, nochmal genau hinterfragt, habe mir die richtigen Fragen gestellt. Das war keine leichte Sache, aber es hat mich letztendlich dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Und egal, wo ich stehe, ich habe immer wieder meine Challenges. Jeden Tag weiß ich, ich muss an mir arbeiten. Es macht nicht immer Spaß, aber ich sage es mal so, es macht mehr Spaß, vielleicht am Boden zu sein und wieder aufzustehen, als es nie zu versuchen, als immer nur am Boden zu liegen oder nie die Chance gehabt zu haben. Ich sag, der Friedhof ist voll mit Leuten, die nie ihr Potenzial genutzt haben. Die wollten alle immer was Großes machen, haben gesagt, ich mache es in 5, in 10, in 15, 20 Jahren, aber haben sich dann letztendlich von Ausreden und von was denken die anderen Mentalität lenken lassen. Und ich sag dir, mach dein Ding, du weißt nicht, wozu du imstande bist, wenn du es nicht probierst. Und ganz viele Leute, die außergewöhnlich erfolgreich waren, schau dir mal Walt Disney an, 300 Versuche bzw. 300 Gespräche bei der Bank, bis er jemand bekommen hat, der gesagt hat, ja, ich glaube an deine Idee, wir machen da einen Park draus. Oder es gibt so viele Unternehmer, ein Steve Jobs, der von seiner eigenen Firma entlassen wurde, der was Außergewöhnliches danach gemacht hat. Du musst einfach Ausdauer entwickeln, und Misserfolg gehört zu dem Ganzen dazu. Wenn du nicht Misserfolg lernst, dann wirst du nie wirklich erfolgreich werden. Ich merke immer wieder, und ich habe jetzt auch wieder Phasen, wo ich merke, ich muss noch härter an mir arbeiten. Es ist noch nicht, ich bin noch nicht zufrieden. Ich muss mich immer wieder hinterfragen. Alles, was ich mache, muss ich nochmal die richtigen Fragen stellen, um aus mir rauszukommen, um das Maximale zu erreichen. Und es ist nie einfach, weil du immer schauen musst, Mensch, was kann ich denn noch besser machen? Was sind denn die Punkte, wo ich vielleicht mein eigenes Potenzial zurückhalte, aus Bequemlichkeit, aus ja, vielleicht aus einer schmerzvollen Erfahrung oder was auch immer. Du musst schauen, wenn du im Leben was erreichen willst, und es lohnt sich immer, dass du dich hinterfragst und sagst, okay, was sind denn die Punkte, warum ich Angst vor Misserfolg habe, und dann gehst du es ja an. Ich hoffe, dir mit diesem Video geholfen zu haben. Wenn es dir gefallen hat, gib einen Daumen hoch, stell deine Fragen, ich versuche sie zu beantworten. Wenn du sagst, Flavio, was gibt es denn noch von dir, wie kann ich mich denn da noch mehr informieren, dann geh auf naturgewalt.de/Seminar. Dort habe ich ein Seminar zum Thema Entfache die Männlichkeit in dir. Ich glaube, Männlichkeit ist der Oberbegriff
Oberbegriff für ganzheitlichen Erfolg. Wenn du zu einem standhaften Mann wirst, dann wirst du alles andere erreichen. Du wirst Erfolg bei Frauen haben, du wirst finanziellen Erfolg haben, du wirst deine Mission finden für dein Leben, aber dazu braucht es Männlichkeit und der Rest wird von alleine kommen. Finanzielle Freiheit und so weiter. Also geh auf naturgewalt.de/seminar. Ich freue mich, mach's gut, dein Flavio Simonetti.